Mein Name ist Kathi Wenzel. Ich arbeite an der Universität hier in Erfurt und wir bilden dort Grundschullehrkräfte für den Bereich Schulgarten aus. Denn Schulgarten ist hier in Thüringen ein Unterrichtsfach in der Grundschule, obligatorisch, also verpflichtend für alle Grundschulkinder. Die haben also von der ersten bis zur vierten Klasse jede Woche oder alle zwei Wochen das Fach und die praktische Tätigkeit. Der Schulgarten zeichnet sich dadurch aus, also das Fach, dass es einen eigenen Lehrplan gibt, ausgebildete Lehrkräfte und natürlich auch Schulgärten an den Grundschulen und dass es drei Lernbereiche gibt. Momentan befinden wir uns hier im Modellschulgarten auf der Buga in Erfurt und wir haben hier drei Beete, die die drei Lernbereiche des Faches Schulgarten hier in Thüringen sozusagen darstellen sollen. Hier sitzen wir vor dem Hochbeet vom Lernbereich ökologisches Lernen. Da geht es also um Naturerfahrung, um darum, die Natur zu schützen und wie ich naturnah gärtnern kann und zum Beispiel vogelfreundlich oder insektenfreundlich, nützlingsfreundlich gärtnern kann. Hierfür haben wir von tausende Gärten, tausende Arten Saatgut für eine Wildblumenwiese erhalten, auf der wir ja diese Nützlingsunterkünfte exemplarisch dargestellt haben für die Besucher. Des Weiteren gibt es noch einen Lernbereich Kulturpflanzen anbauen, pflegen und nutzen. Da gehört also der klassische Gemüse- und Obstbau dazu, genauso wie Kräuter und Blumen werden da angebaut, aber auch verwertet. Wir kochen auch mit den Kindern im Schulgartenunterricht, ganz, ganz wichtig. Und als letzter Lernbereich gibt es noch das Gestalten mit Naturmaterial. Da geht es also zum einen darum, den Garten schön zu machen, zum Beispiel mit Blumen, durch unterschiedliche farbliche Gestaltung mit Blumen, aber auch um das Basteln oder das Gestalten mit Naturmaterialien an sich, zum Beispiel Weidenflechtarbeiten oder Weihnachtsgestecke, Blumensträuße binden und ähnliches. Wenn ihr Kinder vielleicht Lust habt, selbst einen Schulgarten anzulegen, dann fragt doch mal eure Lehrer, ob sie euch dabei unterstützen. Und wenn Sie als Lehrkräfte in Grundschulen oder auch weiterführenden Schulen Hilfe bei der Anlage eines Schulgartens brauchen, wenden Sie sich gern jederzeit an den Fachbereich Schulgarten der Universität Erfurt.